Gemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfeste. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann. Was ist mit den Salzen geschehen, frage ich mich. Seeleute, was sonst? Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Mhm. Hört sich gut an. Wo finde ich die? Schauen wir doch mal, vielleicht haben wir das schon entdeckt. Dann schauen wir doch mal, ob wir das schon erkundet oder entdeckt haben. Nein, natürlich nicht. Naja, da können wir von Mortal aus zu Fuß hinlatschen. Da sind wir ja schon Tane. Glücklicherweise. Brauchen wir es da nicht mehr zu werden. Ah ja, Schattenmähne. Ein edles Ross. Auf geht's! In die Wildnis. Eigentlich müsste die Höhle da ja gleich kommen auf der linken Seite. Aber so ganz traue ich den Karten hier ja nicht. Na, ich habe schon wieder eine Festung auf dem Radar. Ah doch, da ist sie. Es führt sogar ein mehr oder weniger eindeutiger Pfad hin. Also ich finde es voll cool, dass man jetzt auch während dem Reiten schießen kann. Das ist mal richtig cool. Leider klappt es nicht mit nach hinten feuern, aber so Herr der Ringe Rohirrim-Style mäßig. Oh, da oben sehe ich schon wieder einen Drachenkopf. Ah. Vielleicht nehme ich den Drachen da ja auseinander. Wer bist denn du? Na, anscheinend nur ein normaler Jäger. Den Troll hat er allerdings auseinandergenommen. Exzellent. Ich glaube, die Höhle ist doch ein bisschen weiter unten. Na gut, dann machen wir das halt auf die gute alte Hausmädchenart. So. Oh, ich höre irgendwo einen Bären. Eisenerz. Na, kommt doch her. Was sind denn die jetzt, Mensch? Na, egal, das Eisenerz baue ich auf jeden Fall erstmal ab. Zack, Spitzhacke zur Hand. Ich höre dich doch, Bär. Wo bist du? Bin ich unbesiegbar. Jawoll! Wow. In Fort mit dir, Kreatur des Schattens! Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Jetzt benutzt Cicero den Streitkolben. So, dann mal rein in die Bruthöhle. Der Bruch oder was war's jetzt? Ja, ist egal. Ich höre da einen Bären oder einen Troll. Ich kann es nicht so wirklich. Finde ich ein Federtier?
2, 3, 4. Gott. Eingemahlene Salze der Leere, okay. Zack. Saufen wir mal noch einen Zaubertrank und dann müssen wir mal wieder zurück nach Weißlauf und mal unsere ganzen Sachen wieder ablegen. Ich glaube auch, das machen wir, bevor wir die Salze der Leere abgeben. Das ist mir dann um einiges lieber. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit so voll bepackt durch die Gegend laufen. So, wo ist es denn? Zack. Und auf geht's. Und wir sind kurz vor Stufe 47, wenn ich das mal so anmerken darf. Ganz dezent. Cicero. Cicero. Oh, Zuhörer, das kitzelt. Okay. Der ergebene Cicero lebt, um zu dienen. Ihr seid jemand, der die besten Waffen und Rüstungen. So, dann schauen wir doch mal, was können wir loswerden. Das Ding brauche ich nicht. Das Ding auch nicht. Und das auch nicht. Das war's, glaube ich, schon, oder? Vergesst nicht. Ja, zieh Leine. Ich möchte Leder herstellen. Und natürlich bei mir zu Hause einlagern. Hallo Cicero. Cicero möchte Stahl aus der Himmelsschmiede. Scharf und gut zum Erstechen. Das wäre geschafft. Schmarrn. Ah, deswegen sind wir so schwer beladen. Ich verstehe. Eieiei, da haben wir ja wieder einiges zum Ablegen. Jawohl, und das sind ja die Salze der Leere. Die brauchen wir für den guten Herren da. Automatisches Speichern? Ah ja, genau, ich habe ja eingegeben. Ach ja, Leute, ich muss... Ich habe mich schon gewundert, warum immer alles so leicht krepiert. Ich habe wahrscheinlich im Moment auf Adept gestellt, ja. Weil Tammy nämlich kurze Zeit auf meinem PC gespielt hat. Ich habe mich schon gewundert, warum alles so schnell krepiert. Naja, jetzt ist er wieder umgestellt, Leute. Also von daher, nur keinen Stress hier. Es wird natürlich weiter auf Meister gezockt. Ist ja gar keine Frage. Was wollte ich jetzt machen? Naja, genau, ich wollte noch schauen, ob ich noch irgendwelchen Scheiß ablegen kann. Naja, genau, den Ding. Ästhetische Artefakt. Wo tue ich das denn dabei hin? Hier rein am besten. Der Schädel der Korruption verursacht 20 Punkte Schaden, die auf 50 erhöht werden, wenn sie durch von schlafenden Menschen gesammelte Träume verstärkt werden. Oha,
What the hell? So, Bekleidung, Diadem der geringen Illusion. Da können wir auch mal sowas safen und dann vielleicht mal mit irgendeinem Zauber oder so belegen. Nein, Cicero, du tanzt nicht für die Gefährten. Ich glaube nicht, dass sie das sehen wollen. So, dann legen wir mal los hier. Statten dem guten Beleton den Besuch ab. Schauen wir mal, wie viel uns für unseren Plunder gibt. Ich hoffe doch viel. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, ja. Alles steht... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Bekleidung. Nein, halt nicht von dir. Hast du wieder Dietriche für mich? Ja, braver Beleton. Okay. Ja, dieses Elixier des Phantoms, das bringt gar nichts und ich schlepp's die ganze Zeit mit mir rum, also... Bitte kommt wieder. Hinfort! Hinfort damit zu den Schatten! Wir haben uns am Wochenende jetzt Herr der Ringe nochmal angeschaut, zumindest Teil 1 und 2 und ich muss sagen, es macht immer wieder Spaß, weil diese Filme einfach so gut sind. Naja, zurück nach Dämmerstern geben wir die fein gemahlenen Salze der Leere mal ab. Ich schenke mir währenddessen mal noch einen Tee ein, das ist nämlich allmählich winterlich draußen. Naja gut, winterlich jetzt nicht unbedingt, aber halt ein bisschen frischer, sagen wir es so. Ah, wo ist denn ein guter Junge? Ja, da ist eh schon das Schiff. Ihr seht, meine Frau Beitild ist tot, aber ich vermisse diesen alten Wesen nicht gerade. Na, du bist ja nett. Ich suche nach Arbeit. Wenn ihr nichts gegen das Graben habt, mir gehört die Quecksilbermine. Das ist auf jeden Fall besser, als in dieser verdammten Eisenbrechermine mit den ganzen Milchtrinkern zu arbeiten. Okay. Also gut. Na, jetzt gehen wir das erstmal ab hier. Ich glaube... Das ist die erste gute Nachricht, seit ich vor einem Jahr die Segel gesetzt habe. Na? Hier ist euer Anteil. Ich gehe dann mal wieder. 1500. Frohsinn ist Frohsinn und Frohsinn ist Mar. Ich habe vor, die Tage, die mir noch verbleiben. Ich nehme nicht gerne Befehle von mir. Jetzt braucht man den quasi nur bei der Minenarbeit zu helfen und dann passt alles, oder wie ist das? In der Nähe des Rotpfadpasses sollen Riesen gesichtet worden sein. Von dort sollte man sich besser fernhalten. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen die Riesen habt. Naja, Spitzhacke zur Hand und auf in die Quecksilbermine. Ein bisschen Quecksilber schürfen. Vielleicht hilft's uns ja. Vielleicht mal eine Fackel zur Hand nehmen. Da haben wir jetzt schon 7 Stück davon. Können wir auch mal ein bisschen was wegschmeißen. Ich glaube nicht, dass wir so viele Fackeln brauchen. Seid ihr zum Schürfen hier? Vorsichtig. Ja, ja, Edith, ich pass schon auf. Quecksilbererz ist selten, da lohnt sich der Abbau. Ich muss Mutter bald einölen. Ah, Cicero. Schlecht zu erreichende Schürfe. Ein Süßkuchen für dich, Cicero. Darauf es gibt jede Menge Eisen auszugraben. Darauf hast du doch immer Hunger. Gibt's da unten noch was? Ja, da gibt's auch noch was. Her damit! Quecksilber für unsere Taschen. Das Schießen ist ein ehrbares Gewerbe. Man braucht dafür keinen Meister. Lass das sein! Tja, da habe ich dir wohl mal deine Erzader geklaut, ha, Junge. Ich schürfe. Arbeite in der Schmelze. Wir machen alles, nur dass wir hier zum Tarnen erhoben werden. Wir warten mal, bis es Tag ist und wir fragen mal ein paar Leute, ob man da irgendwas noch machen kann. So. PM. Na super, das heißt mindestens
Dann machen wir mal 8 Stunden. Warten wir mal eine schnelle Runde. Tammy ihrerseits hat sich übrigens sehr gefreut, dass ich... Jetzt muss ich mal schauen, ob ich jetzt wirklich... ja, gut. Hat sich ihrerseits übrigens sehr gefreut, dass sie erstmal auf Meister loslegen durfte und gleich mal von ein paar Banditen ins Jenseits gekloppt wurde. Also das ist der Alltag, wenn man so auf Meister spielt. Alles Mögliche macht einen fertig. Ah, da kann man rein, okay. Schauen wir doch mal. Kann ich euch helfen? Ich helfe meinem Gatten Rustleif, die Schmiede zu führen. Anscheinend wurden Leute dabei gesehen, wie sie die schwarze Tür benutzt haben.